Ich bin Clemens Rapp, komme aus Süddeutschland, Ravensburg, bin vor 11 Jahren nach Heidelberg gekommen wegen Schwimmen, habe dann das Studium an der SAH-Hochschule in Heidelberg begonnen, um natürlich auch diese Individualität im Studiengang auszunutzen und das praxisnahe im Gegensatz zu einer normalen Universität zu erfahren. Wir haben das Stipendium über den Olympiastützpunkt in Heidelberg bekommen. Da wir ja mit Sportler sind, haben wir nicht so viel Zeit, voll zu studieren. Und durch die SAH haben wir ein Teilstudium bekommen. Das heißt, wir schaffen es nicht in der Regelzeit von 3 Jahren, sondern ich habe ein Jahr länger mit 4 Jahren gebraucht. Die SAH hat natürlich große Vorteile, wenn es darum geht. Es sind kleine Gruppen. Wir haben kaum Deadlines, was Hausarbeiten angeht. Wenn wir mal 3 Wochen im Trainingslager waren, habe ich danach Nachhilfestunden vom Dozenten bekommen. Es war alles aufs Training abgestimmt, dass ich auch die Wettkämpfe und das Trainingslager absolvieren konnte. Vor allem für Sportler ist das Studium nebenher trotzdem sehr wichtig, da durch Unfälle oder man fällt mal die Treppe runter, schnell was passieren kann und die Sicherung für die Zukunft nicht gewährt ist. Darum ist ein Studium natürlich wichtig. Die SAH bietet da perfekte Bedingungen, um für jeden Sportler individuell sich für die Vorbereitung auf Olympische Spiele oder andere Wettkämpfe vorzubereiten.